Sonne entgegen oder so ähnlich. Aber wir sind tatsächlich in Richtung Süden gefahren. Und zwar bin ich losgefahren am 25. Februar 2022, also letztes Jahr, hat Joran mich gefragt, ob ich ihm helfen kann beim Sesamdreschen. Weder ich noch unser kleiner Lader hat das jemals zuvor gemacht. Also unser Lader bringt uns da nur hin. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Klingt ja interessant. Ab in Richtung Norden, 5 Minuten nur. Dann war ich bei Johann, habe ihn hier an seiner Schmiede, an seiner Werkstatt abgeholt. Und dann sind wir weit in den Süden gefahren, dorthin, wo der Traktor mit der Dreschmaschine stand. Und dann sind wir auf die Felder gefahren. Jetzt mögt ihr euch fragen, wie geht das eigentlich mit dem Dreschen? Ich habe es ja auch nicht gewusst. Wir sind also aufs Feld gefahren und dann sieht man auf den Feldern so den Sesam aufgehäuft in so kleinen Stauden oder so ähnlich. Und dann fährt man einfach von diesen Stauden, also diese Häufchen da, ne? In getrocknete Sesamo. Die Maschine frisst den. Da drin sind dann diese großen Schlägel, die dann den Sesam ausdreschen. In dem Fall übrigens schwarzer Sesam, also nicht wundern, da ist er. Und ich stand hinten und habe dann, wenn die leeren Halme rausgeblasen worden sind oder rausgekommen sind, habe ich immer ein bisschen was freigemacht, weil das manchmal verstopft war. Und dann sah mein Arm sonneneingeölt nach kurzer Zeit so aus. Da vorne in der Ferne sind die Anden, da fangen sie an. Tja, gearbeitet haben wir also dann von morgens bis halt ist zum Abend, bis es dunkel wurde. So, das wieder so ein kleiner Einblick, wie unsere Brüder so ihr Geld verdienen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, was so hier getan wird, wir und unser kleiner Lader. Vielen Dank fürs Zuschauen.